Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen eine kleine neue Reihe. Das werden vermutlich diese Einführung und vier Teile erstmal sein. Wenn mir dann irgendwann nochmal ein fünfter einfällt, dann ist gut. Dann packe ich den einfach noch dazu. Wenn sich das nicht ergibt, dann bleibt es bei den vieren. Es sind sicherlich vier wichtige Teile. Nicht unbedingt zwingend die wichtigsten, aber sie sind sicherlich wichtig. So, worum soll es gehen? Ich möchte in nicht super kurzer, aber doch relativ kompakter Form euch mal vier potenzielle Zukunftsbaumarten vorstellen. Und dazu müssen wir noch ein paar Hintergründe klären. Was heißt Zukunftsbaumart? Zukunftsbaumart heißt, das könnte eine Baumart sein, die eventuell bei den kommenden Bedingungen so angepasst ist, vielleicht, dass sie in 50, 60 Jahren dasteht und es ihr gut geht. Ja? Das ist potenziell möglicherweise eine Zukunftsbaumart. Leider wissen wir nicht hundertprozentig, wird das so sein, dann wissen wir auch nicht hundertprozentig, wird es diese Baumart überhaupt können. Außerdem wissen wir nicht, was ist in 50, 60 Jahren. Und das macht die Sache super schwierig. Und deswegen braucht man, das ist so die grundsätzliche Überlegung, ein Mix aus verschiedenen dieser möglichen Zukunftsbaumarten und verteilt die nach Möglichkeit, nicht überall, jetzt in jedem Wald, an jeder Stelle muss unbedingt eine pro Hektar stehen, das nicht, aber man verteilt sie doch möglichst schon über eine große Fläche. Warum? Weil die Idee ist ja die, sollte, ob das wahrscheinlich ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass es so krass werden wird, könnte aber sein, muss man abwarten. Kann man pessimistisch sein, kann man optimistisch sein, wirklich, wirklich sagen kann es ohnehin niemand. Aber sollte es dazu kommen, dass die aktuellen den Wald dominierenden Baumarten, das sind Fichte, Kiefer, Buche und Eiche, das sind so die mit Abstand häufigsten, die vier, sollte es dazu kommen, dass die alle nichts mehr bringen, ja? Dass die alle Schwierigkeiten kriegen und alle nach und nach, nicht vollständig, das wird bestimmt nicht passieren, dass die vollständig aussterben, das kann ich mir nicht vorstellen, aber dass die nach und nach wirklich stark an Vitalität und stark an Fläche, wo sie anbaubar sind oder wachsen können, von sich aus auch wachsen können, verlieren. Das könnte sein. So, und hat man jetzt an den entsprechenden Stellen trotzdem nur diese Baumarten hingepflanzt, dann wird es sehr, sehr, sehr lange dauern. Und sehr, sehr viele Hektar Wald werden sterben, bis da wieder irgendwas angepflanzt werden kann oder angepflanzt wurde, das unter den neuen, jetzt herrschenden Bedingungen irgendwie wachsen kann. Und ob das, was dann da gepflanzt wird, für das, was sich weiterentwickelt, geeignet ist, das weiß dann schon wieder niemand. Okay, vielleicht weiß es bis dahin schon auch trotzdem jetzt dann doch mal jemand, das werden wir sehen. Aber ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wir müssen mit den Baumarten, die wir jetzt pflanzen, eigentlich irgendwas dabei haben für jedes erdenkliche Szenario, was da kommen mag. Und wenn wir die einigermaßen schön verteilen, dann können wir auch sicher sein, dass wir in Zukunft zumindest etwas Wald haben werden. Das ist also so eine Risikoausfallversicherung, Waldausfallversicherung quasi. Je mehr verschiedene mögliche Zukunftsbaumarten man hat und je mehr man davon in der Gegend anbringt, ohne dass man jetzt nur noch die Dinger pflanzt. Wichtig, wichtig, wichtig. Nicht nur hier mal ein paar, da drüben mal ein paar, da vorne vielleicht noch ein paar und dann ist auch gut. Ja? Nicht überall. Es wird oft von den Herren Laien gefühlt in Entweder-Oder-Kategorien gedacht. Wir pflanzen jetzt nur noch Palmen. Ja, früher haben wir nur Fichte gepflanzt, jetzt pflanzen wir nur noch Palmen. Das ist natürlich Quatsch. Das Gegenteil von nur eine Baumart pflanzen ist jetzt ganz, 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 ganz viele Baumarten pflanzen. Das Problem ist, wenn wir neue Baumarten einbringen wollen, die irgendwo jetzt sein sollen, wo sie vorher noch überhaupt nicht sind, dann muss man die tatsächlich erstmal pflanzen. Wie sollen sie denn da sonst hinkommen? Das ist auch dann wichtig, wenn man sonst für Naturverjüngung schwärmt. Naturverjüngung, forstlicher Fachbegriff, ne, soll heißen, was vom Baum fällt, wächst von alleine dann wieder hoch. Das heißt, der verjüngt sich und vermehrt sich auf natürliche Weise, wie sie das halt in der Natur nun mal tun, Bäume. Das ist schön und gut und das ist eine tolle Möglichkeit, um damit auch wunderbar Geld zu verdienen, weil da muss man nicht pflanzen, das kostet einen Haufen Geld. Kann man sich dann sparen, nimmt man einfach die Naturverjüngung. Gut. Aber Naturverjüngung funktioniert nur dann, wenn man das, was man verjüngen möchte, schon dastehen hat und das in einem Alter, wo es auch schon fruktifiziert, also sprich sich natürlich vermehrt.
wirst den Fichtenwald zum Buchenwald umbauen, kannst du nicht einfach nichts tun und warten, bis die Buche von alleine kommt. Das heißt, das kannst du schon, aber das dauert 500 Jahre. Und das ist in den meisten Fällen einfach keine Option, über die man derzeit gerade nennenswert nachdenken kann. Das heißt, man muss schon einzelne Buchen in den Fichtenwald reinpflanzen, unten drunter, dann die Fichten nach und nach zurücknehmen, hier und da mal eine fällen, damit die Buchen langsam hochwachsen können. Und dann hat man einen Fichtenwald mit ein paar Bucheninseln drin. Und sowas wird viel schneller, wenn man jetzt sagt, jetzt machen wir nichts mehr, dann wird das viel schneller zum reinen Buchenwald oder zu einem buchendominierten Wald mit ein ganz paar Fichtchen noch drin, als eben zu warten, bis die Buche ganz alleine in den Fichtenwald eben entsprechend einwandert. Dass es dazu jede Menge belegbare Zahlen gibt, ist klar. Dass es dazu jede Menge anschaubare Beispiele gibt. Es gibt nämlich durchaus alte Fichtenwälder, die man dann aufgelassen hat, wo man also gesagt hat, man macht mir jetzt hier nichts mehr. Und was sind die heute? Ja, immer noch alte Fichtenwälder. Die sehen zwar viel schöner aus und die haben viel mehr Totholz. Und da gibt es jede Menge interessante Totholzbewohnende Arten. Aber es sind immer noch nur Fichtenwälder. Wären es nicht nur Fichtenwälder, dann wären sie viel, viel natürlicher und hätten wahrscheinlich eine noch mal viel höhere Biodiversität, insbesondere wenn dann noch mehr Baumarten drinstehen. Wenn man mal so ganz, ganz grob, das gilt nur begrenzt, aber so ganz, ganz, ganz grob gilt es dann doch, sich anguckt, jede Baumart, na, sowas da, hat spezifische, insbesondere wenn es eine einheimische ist, spezifische Tiere, die von und mit der entsprechenden Baumart leben. Die hat auch andere Pflanzen, die von und mit der entsprechenden Baumart leben. Und die hat entsprechende Pilze, die von und mit der entsprechenden Baumart leben. Und je mehr man davon in seinem Wald rumstehen hat, desto mehr entsprechende Lebensgemeinschaften am Einzelbaum hat man verschiedener Art. Und damit hat man einfach viel mehr Optionen, schlicht und ergreifend. Und wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, dann ist möglichst viele Optionen haben die beste Option. Vielfalt ist also sicherlich etwas, was man pauschal als gut ansehen kann, um die Zukunft der Wälder zu gestalten. Es gibt wenig, wo man wirklich pauschal sagen kann, das ist gut. Vielfalt ist eine Sache davon. Und das bringt uns eben jetzt zu meiner Idee, dass ich euch ein paar dieser Vielfalt erweiternden Baumarten, die man so nicht auf dem Schirm hat forstlich derzeit, also außer man hat sehr vorausschauend gedacht, so wie das in dem Wald, in dem ich jetzt gerade hocke, der Fall war, da möchte ich euch ein paar von zeigen, die ich hier halt habe. Und das sind Roteiche, Hybridnuss, Kirsche und die Douglasie. Ja. Letztere ist jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp, aber zumindest die Hybridnuss ist es sicherlich. Die ist immer noch ein gewisser Geheimtipp. Auch Kirschen, brauchbar wirtschaftlich anzubauen, ist längst noch nicht Usus. Und auch mit der Roteiche ist man lange am Überlegen, wie man das denn mit dem Ding am besten machen könnte. Sie ist nach wie vor eine Option und gehört weiterhin ins Portfolio möglicher Arten, die später eine Rolle spielen könnten. Noch eine Sache zur Ergänzung. Es handelt sich bei der Roteiche um eine Art aus Amerika. Die Hybridnuss ist ohnehin nichts Natürliches, wenn man so möchte, weil sie ist ja ein Hybrid. Davon abgesehen, keine einheimische Nuss ist wirklich einheimisch. Selbst die Walnuss wurde von den Römern mitgebracht und ist streng genommen erst seit 2000 Jahren bei uns. Und es ist einfach eine Definitionsfrage und man kann sich da wunderbar drüber kloppen. Ist sie damit jetzt einheimisch? Sind 2000 Jahre lang genug oder ist es halt nicht einheimisch? Da muss man einfach fragen, je nachdem, wie man das persönlich wahrnehmen möchte. Ich würde sie als immer noch nicht unbedingt wirklich einheimisch ansehen wollen, weil sie noch nicht so richtig ein sie begleitendes Ökosystem, der Baumart begleitendes Ökosystem aufgebaut zu haben scheint. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, man kann auch trotzdem sagen, doch, das ist schon spezifisch genug. Also kann man so durchaus als einheimisch ansehen. Das ist ein Thema, da kloppt sich die Wissenschaft schon seit Jahren und da wird sie sich auch weiter kloppen. Ab wann ist jemand, der irgendwann mal dazu gekommen ist, einheimisch? Ohnehin ist das ein super, super, super Gummibegriff. Natur ist immer Wandel. Da kommt immer was Neues dazu und immer was geht was Altes ab. Was momentan das Problem ist, ist die Geschwindigkeit, in dem das passiert. Pflanzen sind halt nun mal nicht besonders flexibel, dadurch, dass die gerade so ein Baum locker mal 300 Jahre in der Gegend stehen. Und wenn sich dann innerhalb von Jahrzehnten irgendwas gravierend ändert und sie noch nicht mal die Möglichkeit haben, wegzulaufen, um woanders hinzugehen, wo es noch ein bisschen beim Alten ist, dann ist es ein Problem. Ja? Und das spielt alles eine gewisse Rolle bei der Sache. Nochmal, Neubürger, ja, invasive Arten. Das hört man oft, invasive Arten. Aber invasive Arten ist ein definierter Begriff, anders als ist das Ding heimisch oder nicht. Invasiv ist eine Art dann, wenn sie
eingebracht wurde künstlich, soll es jetzt, heißt durch mutwilliges Anpflanzen, also dass man das wirklich absichtlich gemacht hat, oder durch aus Versehen Ausbringung, dass man sie irgendwo in der Hosentasche transportiert und dann ist sie einem irgendwo hingefallen und jetzt wächst sie da. oder ja, welche Gründe auch immer, sobald die eingebracht wurde künstlich und sich jetzt unkontrolliert ausbreitet. Und wann ist eine Ausbreitung unkontrolliert? Naja, wenn sie dafür andere Arten, die normalerweise in dem entsprechenden Ökosystem, was man über die letzten Jahrzehnte beobachtet hat, so vorkamen, jetzt verdrängt. Ja? Dann gilt sie als invasiv. Das ist erstmal wirklich bloß eine Definition, was eine invasive Art macht. Das ist erstmal nicht die Bedeutung, dass eine invasive Art automatisch schlecht ist. Letztendlich ist das wirklich nur eine Definition und eine philosophische Frage, weil es eine Bewertung in der Natur ja nicht gibt. Das erzähle ich euch auch häufig. Und da Naturwandel ist, muss man sich halt wirklich fragen, naja gut, dann ist das Zeug halt invasiv, aber es kann sich hier ja gut ausbreiten. Dann ist es ja wohl der Lauf der Natur, dass es das auch tut. Das wäre die eine Denkweise. Die andere Denkweise wäre, wenn wir es hier nicht hingepflanzt hätten, dann würde es sich auch nicht ausbreiten. Dann wäre hier alles beim Alten geblieben und das Ökosystem hätte sich weiter langsam so entwickelt, wie es ohne unser Zutun gelaufen wäre. Ja? Das ist die andere Denkweise. Und es ist unglaublich schwierig, da irgendwie auf den Nenner zu kommen. Wenn einer die eine Denkweise hat, dann wird er die andere nicht gut finden. Und wenn er die andere hat, dann umgekehrt. Ne? Und das macht das so schwierig. Aber, nur dass wir uns klar sind, nur weil eine Art neu ist, weil sie von uns angepflanzt wurde und künstlich in ein Ökosystem eingebracht wurde, muss das nicht zwingend heißen, dass sie mit diesem Ökosystem in irgendeinem Mordskonflikt steht, dass sie da Mordsschäden verursacht. Schäden treten auch nur auf, wenn wir als Mensch sie auch beobachten und so definieren. Und das muss nicht zwingend immer schlecht sein. Und eine neu eingebrachte Art muss nicht zwingend invasiv sein. Es kann nämlich auch sein, das werden wir zum Beispiel beim Beispiel der Hybridnuss sehen, dass man die zwar dahin pflanzen kann und die dann da auch wächst, aber sobald man die Bewirtschaftung einstellen würde und die Pflege dieser Art einstellen würde, das ist also mehr Gärtnerei als klassische Forstwirtschaft, dann würde diese Art sofort wieder verschwinden, weil sie von anderen Bäumen niedergemetzelt wird, sozusagen. Ja? Nicht konkurrenzkräftig gegenüber der natürlichen Vegetation, die ohne unser Zutun sowieso schon da wäre. So eine Art ist dann das Gegenteil von invasiv. Die funktioniert nur unter Bewirtschaftung und würde sich niemals von alleine ausbreiten können. Und sowas dann zusätzlich in den Wald reinzustellen, um eine weitere Option zu haben für den Wald der Zukunft, kann ich jetzt aus naturschutztechnischer Sicht nicht als negativ erkennen. Weil die tut ja nichts. Wenn man sie nicht mehr haben will, sägt man sie um, dann ist sie weg. Oder man macht nichts, dann ist sie halt in 50, 60, 70 Jahren weg. Aber weg ist sie auf jeden Fall. Es sei denn, die Bedingungen ändern sich tatsächlich so sehr, dass sie dann doch nochmal zur Dominanz gelangen könnte. Aber wie das sein wird, wissen wir wie gesagt alles nicht. Nur, dass wir die Begrifflichkeiten geklärt haben. Und die Wahl der richtigen Baumart, die Vielfalt in der Baumartenauswahl, die in 20, 30, 40 Jahren zur Verfügung steht, das jetzt schon anzulegen, das halte ich einfach nur für gut. Da sehe ich nicht, wo das schlecht sein sollte. Ja? Es sei denn, man hantiert halt wirklich mit Sachen, die sich unkontrolliert ausbreiten. Das will man nicht. Das könnte man auch tun, aber das will man nicht. Und alle der genannten Arten, die jetzt gleich kommen, haben wenig bis kein Invasivitätspotenzial. Lediglich bei der Roteiche müssen wir es diskutieren, ob es nicht vielleicht doch ein gewisses Invasivitätspotenzial gibt. Gleichzeitig ist das aber auch ein erhöhtes Zukunftspotenzial möglicherweise. Aber das werden wir bei der Roteiche dann entsprechend durchgehen. Und das waren die einführenden Worte. Wie gesagt, wenn mir irgendwann eine fünfte Baumart noch einfällt, die hier in diese Reihe passt, dann nehme ich die auch gerne noch mit auf. Jetzt erstmal die vier. Dann wünsche ich dabei entsprechend viel Spaß. Die werden natürlich nach und nach veröffentlicht, die Videos, auch wenn ich sie jetzt alle am Stück drehe. Macht's gut und lasst mich wissen, was ihr davon haltet.